klar, ich hab ein Pferd als Gegner. Ey, dein Kiefer, ich glaub dir, dass dein Leben schwer war. Doch trotzdem redest du von Schulhofsgeschichten. Ey, du wurdest auf dem Schulhof mit Schulbrot beschmissen. War ja klar, das wird ne ganz klare Sache. Bin mir sicher, dass die Fotze mal ne Zahnspange hatte. Du kannst dich draußen gerne in Marke zeigen, doch für Sarada bleibt die Hackfresse das Markenzeichen. Willst das Turnier gewinnen und dir mein Para greifen? Willst mich ficken, doch kannst dir kein Viagra leisten. Machst doch Boss, setz dir ein Image auf. Doch siehst mit Cap und Brille einfach behindert aus. Alter, ich kick dich raus, da du bloß ne Bitch bist. Rematch mit Extro, ach ja sorry, das gibt's nicht. Denn du hast mich als dein Gegner unterschätzt. Ich lad lyrisch meine Tag, Kugeln direkt in den Head. Ah. Es ist Sarada und die Pussy, die kann nix. So gegen Jessix geht in der Kackstück. Denn der Laber denkt doch nur Scheiße. Hat den ekligen Style und bewegt sich im Kreis. Oh no, wir wollen dich quälen, wir wollen dein Leben. Du brauchst nix erzählen, die Karriere ist schrott. Du bist einfach nur dämlich, bis jetzt hier erledigt. Denn was wir begehen ist Mord. Ey yo, Mann, ich fick den Lauch weg. Du bist nix, nicht witzig, lediglich sauschlecht. Willst du mich mit diesem Dreck provozieren? Besser wär's für dich, wird deine Cam fokussieren. Machst auf Hardcore und fickst Noten am Mic. Doch spielst mit Mamas Vibrato, bist du paar Stunden allein. Ich bin so geschockt, ist man jetzt richtig krass. Sieg, wenn man kurz tot der frisst so nen beschissenen Pumpkegel. Ich fick die Note, du solltest besser mal gehen. Denn nach diesem Battle hast du ne schlechte Battle-KD. Ey, du bist kein Gegner, nur junges Gemüse. Dich hier rauszuwerfen war mir echt ein Vergnügen. Ey, die Note wird im Handumdrehen zu frei geschlagen. Bei jedem meiner Gegner wär ich beinahe eingeschlafen. Du bist fettig und weiß, so wie Schweineschwarten. Ich hätte nie gedacht, ich würde es hier so einfach haben. Es ist ein Radar und die Pussy, die kann nix. Und gegen Jessix geht in der Kackstück. Denn der labert einfach nur Scheiß, hat den ekligen Style und bewegt sich im Kreis. Oh no, wir wollen dich quälen, wir wollen dein Leben. Du brauchst nix erzählen, die Karriere ist Schrott. Du bist einfach nur dämlich, bis jetzt hier erledigt, denn was wir begehen ist Mord.